Es ist, also pass auf, die Geschichten, die sich wiederholen, wenn du siehst. Wir machen, ich greife jetzt einmal vor all die Metapher von mir zurück, verknüpfen mit einem kleinen Eintrag, der gerade im Chat war. Das heißt, du stellst dir vor, du bist in einer Höhle auf einem kleinen Berghang, irgendwo oberhalb eines Dschungels und du schaust über das Blätterdach von einem ganz, ganz wilden Dschungel, von Natur, Flora und Fauna. Du siehst aber nur dieses Blätterdach. Du kennst so ungefähr aus den Filmen im Avatar, dieser Dschungel, der dort dargestellt wird. Das sind ja 30, 40 Meter hohe Bäume und du schaust auf dieses Blätterdach in eine unendliche Ebene vor dir. Strahlend blauer Himmel. Und dann sagst du, jetzt tauche ich in dir auf. Und jetzt sagst du, diese Schöpfung ist doch wirklich gigantisch. Und dann sage ich zu dir, und was jetzt das Verrückte ist, du siehst bloß die Oberfläche. Was meinst du, was sich unter dem Blätterdach abspielt an Flora und Fauna? Aber jetzt zeige ich dir nochmal was anderes. Ich zeige dir jetzt die Macht als Ding an sich, weil du mich kurz vorher gefragt hast, ich möchte wirklich einmal wissen, wie mächtig du bist als Schöpfer. Und dann tauchen hier plötzlich in kürzester Zeit über dem Blätterdach in dem blauen Himmel Wolken auf, die werden zu riesen Wolkentürmen. Und plötzlich geht das größte Unwetter los, das du dir jemals vorstellen kannst. Es blitzt, es donnert, du meinst, die Welt geht unter. Wenn du mal wieder gehört hast in den Gebirgen, was das für Schläge tut, die Blitze, dann ist es wieder ganz finster, weil ganz dichte Wolkendecke da ist. Es tobt, es ist wie ein Weltuntergang. Und es ist auch relativ kurz und plötzlich löst sich das Ganze wieder auf und du hast wieder einen absolut strahlend blauen Himmel und schaust wieder auf dieses wundervolle Blätterdach. Sagst du, mein Gott, ich habe gewusst, dass du mächtig bist, aber dass du so mächtig bist. Und sage ich, du irrst dich, das bist du. Ich bin die Stille vorher und nachher. Und das ist genau das Problem. Wenn du sagst, hier die Schuldzuweisungen, nochmal, es ist alles vom Tisch, wenn du weißt, du bist ein träumender Geist. Du kannst nichts für das. Ich nehme alle Schuld auf mich. Der Maler nimmt alle Schuld auf sich. Du kannst nichts für das, was du träumst. Eine Auslegung, sondern es ist diese einseitige Auslegung. Es geht um diese Vervollkommnung. Und das ist ein inneres Spiel, sich einmal zu bremsen, wie ich immer sage, diesen Holo-Feeling-Scanner einschalten, sich in jedem Moment immer wieder fragen, was ist jetzt das Gegenteil? Es ist nur, dass du dir das bewusst machst, dass du irgendwann einmal merkst, beide Seiten sind gleich. Ich klinge so unendlich grausam, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier die alten Menschen im Altersheim. Ist übrigens, gestern ist den Udo seine Mutti gestorben im Altersheim. Jetzt schau solche Augen. Ich sage, die Gespräche, wo wir geführt haben, das letzte Mal, wo ich bei ihm im Krankenhaus war, die wollte weg. Es ist ein Segen. Die hat darum gebetet, dass sie einschläft ohne Schmerzen. Das ist so Säuglinge, die ihr am Leben erhalten so wollen. Es ist doch in, ab einem gewissen Alter ist es doch ganz einfach so ran, dass es das Normalste ist, dieses Kommen und Gehen. Hast du dich jemals darüber aufgeregt, wenn sich ein Säugling auflöst oder ein Schulkind auflöst? Das ist, ich wiederhole das immer wieder, das sind so unendlich tiefe Erkenntnisse. Es ist so sinnlos, etwas Existierendes für Ewigkeit am Leben erhalten zu wollen. Was ewig ist, muss etwas sein, was nicht als Ding an sich nicht existieren kann. Das ist mit Sicherheit nicht der Ron, den du dir ausdenkst, oder der Udo, oder der, der jetzt vom Computer sitzt, der du zu sein glaubst. Es ist der, der das Leben erlebt. Und du wirst dann merken, es ist keine Kommunikation möglich. Jetzt pass auf, ich mache eine raumzeitliche Geschichte. Dann kommt den Udo sein Bruder. Dann kommt dann die Tür hin. Der ist fertig. Er ist weniger fertig, dass meine Mutti, unsere Mutter, gestorben ist. Er hat 5 Meter Abstand von mir gehalten. Er hat so unheimlich Angst, dass er sich Corona einfängt. Du kannst mit den Menschen nicht kommunizieren. Die leben in einer Welt. Es ist gerade jetzt hier im Chat kurz vorher diese Diskussion, wo der Redo reingestellt hat. Diese Rechthaber, ich habe gehört und das ist bewiesen und das sind Fakten und das sind Fakten. Jeder schmeißt Fakten hin und her. All das ganze Zeug, was du in deinem Kopf verwirklicht, das ist der Virus. Egal, ob du dich jetzt von der offiziellen Presse nährst geistig oder ob du in den Verschwörungstheoretiker-Seiten bist. Ich habe das ein paar Mal gesagt, von den Verschwörungstheoretiker-Seiten aus gesehen, die offizielle Presse nur Lüge, von der offiziellen Presse sind die Verschwörungstheoretiker Lüge, aber egal welche Seite du nachplapperst, du verwirklichst in deinem Kopf einfach nur einseitige Vorstellungen, die du dir eingefangen hast,
aus Medien und Passieren wie einen Virus. Und wie? Dazu gilt auch, wenn sich ein Professor hinstellt, wenn sich ein Arzt hinstellt, es ist angelesenes Wissen, du bist ein Computer, diese Metapher, und du baust mit dieser ersten Datei, die in dir läuft, mit deinen Schwamminhalt eine Vorstellungswelt in deinem Kopfkino auf. Und immer die erste Logik, die du hast, das ist immer ganz einfach, diese Computermetapher, das erste Betriebssystem limitiert dich schon einmal extrem, dass nur noch Programme in dir laufen, die mit diesem Betriebssystem funktionieren. Warum machst du dir nicht die ganzen anderen Betriebssysteme und Programme zu eigen? Das ist Holo-Feeling. Und da kommt keine Ruhe in dich, wenn du ständig diese Einseitigkeiten anstrebst. Und sage ich, der wirkliche Geist wirst du, wenn du das, was jetzt das RON-Programm in deinem Fall oder in dem Fall der du jetzt zu sein glaubst, ich sage immer, Namen sind austauschbar, wenn du das ganz einfach beobachtest, ohne das zu bewerten, wie du denkst, das ist der Friede, das ist Pri-Eden, die Frucht des Paradieses. Man kann das intellektuell angehen und man kann das ganz einfach angehen. Ich sage immer, das, was du dazu benötigst, diesen Weg zu gehen, ist mit Sicherheit nicht intellektuelles Wissen. Es ist dann bloß mit Holofeeling dieser Beweis, wo ich jetzt nochmal erwähne, es gibt so viele Weise, ob die das leben oder nicht leben, das ist steht auf einer anderen Schiene. Die meisten Esoteriker, die quatschen auch ihr esoterisches oder religiöses Wissen nach. Aber es gibt dann immer wieder die Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Der Depperwein, wo ich sage, die Altersweisheit, wo du merkst, es ist Holofeeling. In der einfachsten Form, diese Erkenntnis dieses alten Mannes, ich rede jetzt ganz normal raumzeitlich, wenn du dieses Video anhörst, wo ich immer Auszüge mit reinstelle, ja. Die kannst du dir alle anhören, das ist diese klassische Altersweisheit eines Menschen, der in dieser dritten Ebene wirklich der Geist freigeschalten ist. Einen normalen jungen Menschen mit materialistischem Denken nützt es nichts, glaub es mir. Es ist kein Ansporn zum Loslassen. Ein anderes Gegenstück ist dann der Dolle, Eckhart Dolle. Übrigens, der Wein, der Wein ist ganz interessant, das hast du jetzt erst einmal ein. Das ist nicht existieren, das ist eigentlich die Erkenntnis, die er beschreibt. Ich habe einmal in einem Gespräch absichtlich Depper Mann gesagt, Mann, rot. Jetzt ist es so, beim Dolle ist es ein knuffiges Kerlchen, der erzählt auch diese Sachen, diese Erkenntnis, wo du in der ganzen Physiognomie, in der Ausstrahlung merkst, da ist es. Und dann mache ich immer noch mal einen Karl Renz, der das auf eine ganz andere Art und Weise rüberbringt. Und da siehst du, ich habe einmal so ein kleines Zitat vom Renz, wo der ja immer relativ lustig auch ist, dann extrem genervt ist, wenn er seine ESO-Köpfe ständig dasselbe erklärt und immer wieder dieselben doofen Fragen stellen. Bist du noch dran? Jetzt ist es also so, weil es Bitcoins eingefroren war. Jetzt ist es also so, wo ich eine schöne Szene mit dem Renz in einem Video, wo eine Journalistin ihn fragt, ob er merkt, ob einer die Grundlagen verstanden hat oder nicht, und dann verändert sich seine Physiognomie und sagt, er muss nur den Mund aufmachen, dann merke ich das. Und da sage ich jetzt normal gesprochen, der hat das Wesentliche verstanden. Von Holofeeling wissen die alle nichts. Es ist auch nicht wichtig. Ich sage immer wieder, das ist ein Bonbon für die nächsthöhere Ebene. Die sind so weit, dass sie den Computer, den ich jetzt einmal Mensch nenne, dass sie durchschaut haben, wie man den bedient. Das ist nur die reine, wie ich den einschalte, wie ich einen Brief schreibe, wie ich ins Internet gehen kann. Das ist das, was dir hier die wesentliche Funktion, was du als Mensch zu lernen hast, dich über nichts aufzuregen. Das ist das Allererste. Du hast zu lernen, vor nichts und niemandem Angst zu haben. Das ist dann der Fall, wenn du weißt, was du bist. Du bist der, der sich's ausdenkt und erlebt. Du bist das verbindende Parameter für die Welt, die du dir ausdenkst. Du bist die Eins, die vor allem steht, was du dir ausdenkst. Sofort überprüfbar. Der ständige Wechsel von Informationen in dir selbst ist eine ständige Formveränderung von dir selbst. Holofeeling erklärt jetzt im tiefsten Innern, wie die Maschine funktioniert. Da merkst du, das kann dann extrem Spaß machen, das verändert alles, wenn du das merkst, dass es da keine Zufälle mehr gibt. Aber du musst die Reife haben und immer an das Kaufmannsdenken, wo ich sage, es ist ganz, ganz gefährlich, wenn du wieder, du musst dich dabei beobachten, wertfrei beobachten und dein Ego immer wieder erwischen, wie du einseitige Ziele anstrebst. Das ist die Quelle von Leid, das ist die Selbstentheiligung. Ob du jetzt gesund sein willst, ob du dieses nicht willst oder das nicht willst, ob du was haben willst oder nicht haben willst, das ist alles einseitig. Das ist der erste Punkt. Und nochmal, sich dessen bewusst zu werden, das ist eine
extrem schwere Aufgabe für einen, der ständig ein jetzt ausgedachtes Leben lang immer Einseitigkeiten angestrebt hat oder bekämpft hat. Oh, der Heilungsprozess, wieder sich zurückzuholen in diese Mitte, da muss man sich wirklich selbst disziplinieren. Das ist das Kenner. Ja, das ist, weißt du, echt, das ist immer nach außen gehen, das ist immer wieder, wo ich auch sage, die Qualität bin ich unterstützend. Du wirst merken, die Einträge, die ich jetzt hier mache im Chat, die sind immer nur aufbauend und unterstützend. Erweiternd zu dem, was einer sagt. Und das wächst jetzt auch in der Qualität extrem. Oh ja. Folge und Bezis und Konsorten. Aber ich habe so oft erwähnt, mein Bezi, wenn du den jetzt wieder normal raumzeitlich, das war Fortpfosten. Was in dem zurzeit abgeht, auch die ganze Physiognomie, wie der sich verändert hat als Mensch, wenn er jetzt auftritt, seitdem er kein Großkotz mehr ist, der bloß mit Geld und Krediten hier, mit feinen Anzügen und so weiter den großen Macker spielen will. Und jetzt ist er ein Loser, dem gehen die Menschen so am Arsch vorbei. Der lebt in einer inneren Ruhe als alleinerziehender Vater. Und der sagt bloß von Moment zu Moment, wie geil ist das denn, weil er sich jetzt einmal die Grundlagen von Holofining angeeignet hat. Das ist die Verzauberung der Welt, kann nur der tätigen, der sie sich ausdenkt. Du hast die Freiheit, denken zu dürfen, was du willst, aber du nutzt diese Freiheit nicht, wenn du nur auf den Gleisen deines Schwamminhalts fährst. Du bist so unflexibel wie ein Zug auf Schienen. Und wenn der Weiche kommt, du bist nicht einmal in der Lage, die Weichen selbst zu stellen, weil das deine Logik für dich macht. Die ja nicht deine Logik, deine Meinung ist, wenn du Entscheidungen triffst. Es trifft ja immer noch dein Schwamminhalt die Entscheidung für dich. Also werd zuerst einmal der, dass du dich erhebst und dir dessen bewusst wirst. Den Rest mache ich, okay? Ein göttliches Versprechen. V vorne als verbinden. Tschüss. Ciao, du.